Beim Fasching in Villach ist inzwischen die Party in vollem Gange. Rudi Händling und Gerhard Klein haben sich unters Volk gemischt und während Rudi krampfhaft versucht, eine Frau kennenzulernen, lässt sich unser Wodka-Gerci wie ein Star feiern. Oh, ich bin für Gina! Rudi! Rudi! Spritzer! Ist das Spritzer? Hey! So sind wir! Du bist aber noch keine 5. Ach so. Und der ist noch keine 30. Jawohl. Ich bin keine 5, ich bin 16. Und wann gehört das Herz aus? Wann gehört das große Herz? Ja. Ah, ja, ja. Also. Wem gehörst denn du? Schau, wir passen zusammen. Wie geht's? Ja. Findest du, dass wir zusammenpassen? Ja, so vom Outfit her halt. Wirklich? Würde ja von zu mir viel besser passen. Ja, ja, ja. Ja, ich da das Einzige, was ihr gemeinsam Mann. Habt, sind die Hügel, nur dass der die Hügel da hat. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Der. Du kannst bei mir bleiben, das passt schon. Ja, das wir gehen mal gut früh da, gell? Ey, warte, langsam. Langsam. Super sexy. Nein, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam. Du hast ein Problem, langsam. Alles gut. Ja, tschüss. Jawohl! Unser Gerci, unser Gerci, hey! 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 Unser Gerci, unser Gerci, hey! Hey! Unser Gerci, hey, ist hier bekannt wie ein bunter Hund und wird sogar vom diesjährigen Faschingsprinzen höchstpersönlich begrüßt. Rudi allerdings muss sich seinen Ruf erst erarbeiten und besser auch gleich überarbeiten. Also, ich hab da gerade was entdeckt, so was hab ich noch nie gesehen. So was Tolles. Abgesehen von deinem wunderschönen Gesicht. Habe ich diese wunderschöne Yoga-Bahn entdeckt mit deinem Bobschi. Das ist das schönste Bobschi von ganz vieler Umgebung. Danke, danke. Wer bist du? Die Valentina aus Villach. Kennst du mich? Nein. Ich bin der Rudi. Okay, hallo, Valentina. Ja, Busse. So ein doofes, wachgesoffenes Partypublikum, mit dem kann ich nicht wirklich was anfangen. Ich bleibe ein gutes Gespräch, eine Frau, die in Ruhe kennenlernen und mit der vernünftig reden kann. Und Scheiflotten kann. Komm her, Rudi, komm zu mir. Jetzt bleiben wir mal entspannt, jetzt biegt er mal. Der steht da wie ein Kriegelgasl, was von 8. Stock runtergeflogen ist. Ja, wie ein Kriegelgasl. Bleib stehen, na ja. Du, so. Der Rudi ist ein bisschen steif. Ich bin zwar auch schon ein bisschen alter Schwach, aber nicht so wie du, dass ich so da stehe. Ja, was hat das auch mit alter Schwach nichts zu tun? Du, ein fescher Bursch bist du heute, da hast du dich hoch. Alter, du hast da Leiche um zu tieben. Dann klopfen. Ich würde mir gern helfen, dass er ein bisschen lockerer wird. Ja, also darum bin ich mit ich ihm nach, Hilfe. Warte kurz. Ich bin mit ihm nach Villach gefahren und nicht nach Thailand geflogen, wo es blöd geht. Und die Hälfte wie in Wien. Darum fahren wir in Thailand. Hallo, grüß euch. Und ja, er braucht keine Hilfe, aber ich brauche eine Frau, die zu mir passt und sie da hier genau, passt. Genau, so die hilft dir. Na, da bin ich gespannt. Ich helfe dir, aber du musst ein bisschen von dir auch loslassen. Du sitzt da wie so. Schau, Rudi, schau. Du gehst da. Darf ich dir zeigen, wie du hingehst? Darf ich das zeigen? Darf ich das zeigen oder nicht? Du darfst es gern parodieren. Ja oder nein? Ja, sicher. Trag seinen String dann, gell? Heute nicht. Bebea, du Wichser, du, ich bin ein Markerweib. Und wenn ich heute stehen, wie geht er hin zu einer? Schaut's an. Da wartet er, oder wenn ich zu wie getrostet, tragst du einen Stringtanker. Da hat er ja den Glück gehabt, dass er nicht drei gefressen hat, Tanker oder auch irgend sowas ähnliches halt. In Villach ist inzwischen der Abend angebrochen und die Faschingsparty wird immer ausgelassener. Unser Wodka-Gerci wandert von einer Gruppe zur nächsten, um mit ihr anzustoßen und ein bisschen Schmäh zu führen. Und auch Rudi ist am Höhepunkt der Stimmung angelangt, denn ihm gelingt es, nach unzähligen Fehlversuchen endlich eine Frau in eine Unterhaltung zu verwickeln. Die Sympathie dürfte auch von ihrer Seite aus stimmen und so überredet er das Supergirl, sich zu ihm und Gerhard Klein an den Tisch zu setzen. Bitte schön. Hallo, servus. Hallo, servus. Hallo, Gerci. Schaust du geil aus mit den Kostümen? Ja, es ist was anderes. Ich wollte jetzt nicht so. Ja,
passt, ne? Sind die original Tattoos, oder? Nein, es ist mir Schlüsselhose. Ja, bei mir ist alles echt. Prost! Prost, ja. Alles Liebe, Lele! Ja, Lele, genau. Prost! Prost! Prost, du auch? Der war aber, ja, wurscht. Der war nicht für dich gerechnet. Wurscht! Was du mit der Frau anstehst, den Geilern, ist es klar. Ja, so ist es bleiben. So, jetzt unterhalten wir uns mal weiter. Bitte? Jetzt lass mir den aber links liegen, jetzt unterhalten wir uns weiter. Also, du musst heute hier noch heimführen. Ich muss dich noch heimführen, ja. Leute. Mühsam. Weil zuerst ist sie nach Wolfsberg gefahren. Mühsam. Da habe ich gesagt, ich komme immer einen Sprung rauf. Dann fahre ich deswegen. Ich fahre ja morgen in deine Richtung heim, ne? Mühsam findet der Tag sein. Über Klagenfurt, ja? Lele! Oh! Ich weiß, was ich will, was ich nicht will. Okay. Ja. Was willst du? Was? Was willst du? Bezug auf was? Beziehung, Mann. Naja, ich war jetzt schon in einer Beziehung. Gell? Ja. Ich sag, wenn die Beziehung vorbei ist, habe ich keinen Mann mehr. Gell? Und jetzt, ja, keine Ahnung. Ich bin mal. Ich hätte schon gerne eine Beziehung, aber dann wieder denke ich mir, nein, jetzt bin ich endlich wieder Single. Ergibt es sich, dass du als Frau, als schöne Frau angesprochen wirst im Alltag von Männern? Bei der Tankstelle oder beim Einkaufen oder wo man die trifft? Ja, ja. Ist klar, ja. Ja, aber Männer gibt es genug, aber. Und redest du dann mit deinem? Oder findest du, passt gerade nicht mit dir, dass er dir nicht gefällt und dass du nicht mit deinem redest? Oder wie ist das? Wenn mich jetzt einer anspricht oder wenn ich ja irgendwo jemanden sehe, das hängt davon ab, wie er ist. Wenn, ja, wenn er nett ist, aber wenn er auftritt, dann rede ich gar nicht mit ihm. Wie oft wird man so als Frau angesprochen? Nein, ich nicht so. Nicht oft? Ich bin da reingegangen, bin da gestanden, aber die Leute schon ein Bier drum, da vorne hat eine Chance. Und dann sind die zwei gekommen und denken, na, sehr was, ist eine super Frau. Sie arbeitet als Verkäuferin, sie hat eine kleine Tochter, wir lernen uns jetzt ein bisschen kennen. Gehen ein bisschen in die Tiefe, schauen, wie tief es heute noch wird. Dass Gerhard Klein sich plötzlich auch prächtig mit Rudis Supergirl unterhält, passt dem nach außen hin stets selbstbewussten Niederösterreicher allerdings gar nicht. Ja, die hat natürlich Querbraten, weil er selber nichts reißt. Alter, du Wichser, weißt du, was du bist? Ein schierer, depperter Wichser bist du. Ich will nichts reißen. Achso, du willst ja nichts reißen. Alter, Stefan, du fährst in der ganzen Welt um und um und dann gehst du heim und nichts dann. Weißt du, was du da willst? Was machst du? Du fährst in der ganzen Welt um und um. Reißt nichts in der ganzen Welt. Stefan, wenn du dir das sagst, schneid der Kratzer, schneid der Kratzer. Das entscheide ich immer. Oder scheiße. Du hast das entschieden. Das was hast du mir gesagt? Ich treffe eine Entscheidung. Was? Er hat seine Meinung gesagt. Leg meine Eier, du Wichser. Ich leg keine Eier. Der Beutel, der Beutel, der Scheiße. Jetzt kann's Scheiße gehen. Herr Klein, was war da jetzt für ein Konflikt? Nein, für mich war der Scheißkiebe der Geschisterne, sagt dir, du Querbraten, der Wichser, der Volltrottel, der kann zwei und drei nicht zusammenziehen und sagt dir, du Querbraten. Ich meine, was sind wir? Das ist Scheiße, geht das so aus. Kann das sein, weil jetzt einmal eine Dame kennengelernt hat, dass er schon glaubt? Der Geschisterne, wirklich, der. Allein wie er ausschaut, der Scheißtrottel, der Depper, der sagt, man soll sich einen Klotzen schneiden. Schau, sie die alte Schlechte schon fern. Schau, geht schon, sitz. Schau, jetzt sitzt er allein dort. Bitte, schau, der Gewerb, schau ihm an, schau. Der hat sich geschlichen vor ihm, weil ich gesagt habe, was für ein Volltrottel er ist. Und sie hat zu mir gesagt, ja, das habe ich eh schon gemerkt, aber sie wollte ein bisschen Gaudi haben eigentlich. Der hat seinen wahren Charakter gezeigt, ne? Ich habe mit kleinen Sons eigentlich fast gar nichts zu tun. Das ist eine andere Welt. Das ist haha und ga 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 und haha. Ja. Ich bin mehr normal. Normal ist zwar relativ, aber ich habe ein gutes Gespräch gehabt mit den Frauen und. Das heißt, sie sind der einzige Normale eigentlich? Eigentlich schon. Ich bin recht normal.
bin der perfekte Mann, perfekte Partner, was man sich nur vorstellen kann. Ich bin eigentlich, das hört sich jetzt ein bisschen narzisstisch an, aber ich bin eigentlich von Gesamten her für eine Frau der perfekte Partner und ein gottgegebenes Geschenk an die Frauen.